Sehr, dass Sie heute zu unserer 10-Jahres-Feier unserer Lehrerbildung in der Praxis, auch genannt LIP oder LIP, gekommen sind. Wir wollen Sie einladen, gleich mit uns draußen zu beginnen. Ja, liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind, um mit uns ja, gemeinsam teilzunehmen an unserer Feier zum 10-jährigen Bestehen der LIP, was für, das hat sich rumgesprochen, Lehrerbildung in der Praxis steht. Ich bin Detlef Schiebe, ich bin Geschäftsführer an dieser Schule im Sprecherkreis der Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen-Bremen mit der Gastschule aus Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen, also aus Schwerin. Schwerin nimmt an unserem Konzept auch teil. Lassen Sie mich zu Beginn ein paar Sätze über die Maschwi-Schule sagen, das tue ich gern. Danach einen kurzen Rückblick halten über die Entstehung der LIP und den heutigen Status quo benennen und dann auch eine Vorschau in die Zukunft geben, so aus meiner oder unserer Sicht. Sie befinden sich auf dem Gelände einer der schönsten und ältesten Waldorfschulen der Welt, wenn Sie einen Rundgang. Also der schönsten und ältesten, da lege ich immer Wert drauf, wenn Sie nachher mal sich Zeit für einen Rundgang nehmen, werden Sie beides feststellen. Das bedrückt mich manchmal. Sie wurde 1926 als vierte oder fünfte, das weiß ich nicht genau, Waldorfschule gegründet. Wichtig war mir dabei, darum erwähne ich das, die Schule ist 1926 mit einem Schulversuch, genehmigten Schulversuch gestartet, mit einer ersten Klasse, in der 56 Kinder waren. So viel wollte ich nochmal zur Klassenstärke sagen, was ja regelmäßig zwischen Geschäftsführern und Lehrern diskutiert wird. Das hat sich geändert. Wir sind heute zweizügig. Wir haben etwas über 800 Schüler, 130 Mitarbeiter, wovon 80 Lehrer sind, mit umgerechnet 58 Volldeputaten. Der Rest ist Verwaltung, Hort, Schulküche und so weiter, unser Kollegium. Und das ist erstaunlich, ist in Summe über 4500 Jahre alt. Wenn man das umrechnet, entsteht ein Durchschnitt von über 50 Jahren. Und das hat wohl Anfang der Jahrtausendwende zu einer gewissen Unruhe geführt und wohl den Impuls auch gegeben zur Gründung der LIP. Drei Dinge, die mir so richtig bewusst, dann höre ich mit der Schule auf, die mir so richtig bewusst geworden sind, und zwar auf der letzten Schulträgerversammlung in Esslingen, der Hype der Öffentlichkeitsarbeit war im vergangenen Jahr die Meldung über den Nobelpreisträger Thomas Sütow und der ist hier zur Schule gegangen, hat hier sein Abitur gemacht am Maschsee, das wurde immer erwähnt. Ich wollte dann immer aufstehen in Esslingen, aber ich habe es gelassen. Wir haben in Esslingen auch Benediktus Haberb gedacht, der von uns gegangen ist, der auch hier sein Abitur gemacht hat. Das ist ja auch, ne, und schon wieder wurde Hannover Maschsee erwähnt auf der Schulträgerversammlung. Und der war ja auch der Impulsgeber irgendwo für die eigene Lehrerbildung, weil damals schon erkannt wurde, dass die staatlichen Lehrer, dass das zu wenig sind. Und der hat sich die Schulgründerin der Mannheimer Schule, Frau Brunotte, die uns wegen Mannheim hier verlassen hat, sie war lange Zeit Lehrerin an der Maschsee-Schule, und die hat dort in Mannheim mit Haberb zusammen den Impuls für eigene Lehrerbildung gesetzt. So viel zur Maschsee-Schule.
Nee, unser Gelände ist 54.000 Quadratmeter groß. Mit Sportplätzen sogar über 70.000 hier sind. Wir haben 6 Schulgebäude, aber außer diesen Schulgebäude finden Sie auf dem Gelände, das ist vielleicht auch noch interessant, ein Schwimmbad, ein Schulgarten, das Seminargebäude der Kindergartenvereinigung, das Waldorflehrerseminar Hannover, die Chris-Lohden-Stiftung, unsere eigene Schulstiftung, die Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft und die Morgensternbuchhandlung, das hatte ich schon erwähnt. Jetzt mache ich aber meinen Rückblick. In der Zeit der Jahrtausendwende, das habe ich gesagt, ist die Not des kommenden Lehrermangels aufgrund des hohen Durchschnittsalters und der vielen Aufbauenschulen in unserem Land als ziemlich erdrückend eingeschätzt worden, sodass der Sprecherkreis der Landesarbeitsgemeinschaft Namen wie Michael Kropp, ist er eigentlich heute hier, Reinhold Hunicke, auf Initiative oder in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Entwicklungsbegleiter der Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen-Bremen, nämlich Michael Haslem, wir haben viele, viele Tage zusammengearbeitet, und der Geschäftsführerkonferenz, das ist auch immer ganz wichtig, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir dieser Not begegnen können. Die von den Seminaren des Bundes ausgebildeten Lehrer wurden, so habe ich es mal beschrieben, auf ihrem Weg nach Niedersachsen verschluckt oder aufgesaugt. Wenige sind hier angekommen, sodass deutlich wurde, dass hier im Land etwas passieren musste. Eine eigene Lehrerbildungseinrichtung für die Region sollte geschaffen werden. Das berufsbegleitende Seminar Hannover, das inzwischen auch schon 30 Jahre Rückblick halten kann, glaube ich, Herr Böhm, konnte das auch nicht decken. Wir haben, oder es wurde mal erarbeitet, dass über einen 10-Jahres-Zeitraum in Niedersachsen und Bremen mehr als 300 Lehrer gebraucht werden. Das konnten wir bisher nicht decken, und der Gedanke an einen weiteren Seminarstandort mit Anschluss an die Bundesfinanzierung, das ist ja immer der Traum. Wir machen was, und dann wenden wir uns an Hans Hutzel, und der wird das schon bezahlen. Mit Anschluss an die Bundesfinanzierung eingerichtet, scheiterte nicht nur am Ausbildungsrat des Bundes, sondern auch an der Erkenntnis, dass diese Überlegung für ein Flächenland wie Niedersachsen auch nicht besonders zielführend ist. Nicht die Lösung sein kann. Wir mussten die Schulen, so war der Impuls, einbinden in die Lehrerbildung, nämlich Lehrerbildung in der Praxis, und für uns war das sehr schnell als der richtige Weg erkannt, weil wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen konnten, nämlich Lehrerausbildung oder Lehrerbildung und das Praxisjahr für die jungen Kollegen. Das war relativ neu. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der LIP, sodass die Ausbildungsbegleiter in der Erwachsenenbildung geschult sind, verdanken wir also, ja, ganz viel der Willenskraft oder Überzeugungsstärke, ich weiß es nicht, von Herrn Haslem. Das hat lange gedauert. Bei einem Standortseminar leuchtet es eigentlich jedem ein, dass ein Dozent gebraucht wird. Für die LIP war das sehr schwer, meine Überzeugungsarbeit zu leisten, dass wir zunächst mal Ausbilder für die Ausbildung ausbilden mussten. Und das passte nicht in die Finanzierungskonzepte des Bundes, die nur fertige Lehrer prämieren. Also das war neu, das war auch ein langer Schlauch, an dieses Geld zu kommen. Wir haben mal hochgerechnet, dass wir etwa 260.000 Euro brauchen werden, um diese Anschubfinanzierung, diesen Anschub zu realisieren. Und wir haben dann aus dem Innovationsfonds des Bundes 130.000 Euro bekommen, also die Hälfte. Dafür herzlichen Dank. Aber ich erinnere mich noch an manche Schulträgerversammlung, in der ich mal aus dem Plenum, mal am Rande darüber berichtet habe. Und naja, man hat mich belächelt und man hat nicht daran geglaubt, dass wir das hinkriegen. Also wir haben diese 130.000 Euro bekommen, und als die ersten Lehrer fertig gewesen sind, hatten wir aber schon 300.000 Euro ausgegeben. Die jährliche Belastung, die wir aufbringen aus der Umlagefinanzierung der niedersächsischen und Bremer Schulen, betrug in Spitzenzeiten über 30 Euro pro Schüler. Zurzeit sind wir bei 22, 23 Euro pro Schüler. Bei 9.000 Schülern, kann man das hochrechnen, sind das weit über 200.000 Euro, die wir aufbringen müssen. Dieser Schülerbetrag entsteht in Abhängigkeit von der Anzahl der Lehrertrainees, die aus der Landeskasse finanziert werden. Der Lebensunterhalt wird aus der Gemeinschaftsfinanzierung den Schulen zur Verfügung gestellt, die Trainees haben, die also aus der Landeskasse unterstützt werden, und der Anzahl der fertigen Lehrer, für die wir inzwischen eine Refinanzierung aus Bundesmitteln bekommen, diese vorhin genannte Kopfgeldprämie. Also Dank an die Geschäftsführer, denen gilt es auch zu sagen, dass die Geschichte mitgemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter Excel-Tabellen auf meinem Rechner sind,
um diese Überzeugungsarbeit auf den Weg zu bringen. Ich wollte keine Namen nennen, aber ich bedanke mich, das ist immer schwer, wenn man jetzt mit Dankworten so einzelne Namen nennt, aber natürlich an erster Linie bei Herrn Haslem, der ja und unseren damaligen Landesgeschäftsführern Michael Kropp, Reinhold Hunicke aus dem Sprecherkreis. Wir haben, ich glaube, ihr habt so manche Schlacht mit dem Ausbildungsrat und mit dem Finanzierungsrat so geschlagen. Ich bedanke mich bei Herrn Böhm, das muss man auch dazu sagen, dem Kopf des berufsbegleitenden Seminars Hannover, der seine eigenen Überlegungen für ein Praxisjahr zugunsten der LIP aufgegeben hat, als es mit der LIP mal nicht so gut lief. Uns sind die Lehrer Trainees ausgegangen und wir haben tatsächlich darüber nachgedacht im Sprecherkreis, ob wir das ganze Projekt aufgeben, weil wenn da nichts passiert. Und dann kam eben die gute Zusammenarbeit mit dem berufsbegleitenden Seminar in Hannover zustande. Dann möchte ich auch Manfred Seeger nennen, den alten Weggefährten, der den Mut gehabt hat, in Ottesberg das IWO mit Freunden zu gründen, sodass die LIP jetzt ganz gut aus diesen berufsbegleitenden Seminaren gespeist wird. Und auch der Dank an alle Initiatoren für die sich selbst verwaltenden berufsbegleitenden Seminare, die gerade an verschiedenen Standorten entstehen. Das ist in einem Flächenland wie Niedersachsen auch wichtig. Sie mögen nur den Blick auf die Qualität der Seminare nicht verlieren. Aktuell haben wir, glaube ich, im Praxisjahr, Silvia, 20 kann es sein, 20 Trainees, ich glaube über 50 fertige Lehrer haben wir schon ausgebildet. Eine Zeit lang haben wir uns darüber geärgert, dass der alte Freund Kellermann in Nordrhein-Westfalen viel von uns übernommen hat, aber auf der anderen Seite können wir auch stolz darauf sein. Erstens ist die Finanzierung aus dem Innovationsfonds des Bundes gelaufen und wir können stolz darauf sein, dass unsere Initiativkraft ja genutzt wird, um ähnliche Modelle auf den Weg zu bringen. Das Konzept, sage ich, muss allen Interessierten aus der Schulbewegung zur Verfügung gestellt werden. Es ist in der Bundesfinanzierung inzwischen eingebunden. Es ist mit erheblichen Mitteln aus Bundesmitteln entstanden. Und die Zusammenarbeit mit abweichenden Erfahrungen kann eigentlich so in Bezug auf die Qualität dieses Instrumentes nur so dem Erfolg verhelfen. Ein Wunsch an das an die Autoren des Curriculums habe ich mir noch aufgeschrieben, neben einer so Elternarbeit für junge Lehrer, damit meine ich jetzt nicht das Vergraben von Kabeln unter der Erde auf dem Schulhof, wenn sie eigene Kinder an der Schule haben, sondern damit meine ich die Gestaltung von Elternabend und Elterngesprächen. Das könnte vielleicht noch stärker berücksichtigt werden und mehr Gelassenheit zu trainieren, wobei man das Wort Gelassenheit oder Sie den Begriff Gelassenheit und Beliebigkeit einfach unterschiedlich darstellen müssen. Ich meinte die Gelassenheit. Ich schließe mit Vorschau und Wünschen. Die Anerkennung der LIP als Referendariat. Ich glaube, in Berlin-Brandenburg sind die auf einem guten Weg, dass das hinbekommt. Einrichtung von Seminaren an den Hochschulen. Vielleicht können wir dann auch aus diesem Ausbildungsgang der staatlichen Ausbildung interessierte Lehrer für die Waldorfschule gewinnen. Die Vorantreibung der LIP für die heilpädagogischen Schulzweige, was gerade mit Blick auf die Inklusion von großer Bedeutung ist. Jetzt kommt wieder die Selbsthilfegruppe der Geschäftsführer, auch eine finanzierte LIP für Geschäftsführer. Das muss allerdings Bundesangelegenheit sein. Da sollte man auch mal drüber nachdenken. Eine qualifizierte Einarbeitung der jungen Kollegen, so der jungen Kollegen, müssen wir auf den Weg bringen. Dazu gehört auch ein finanzieller Freiraum in den ersten Berufsjahren, also Blick auf die Deputatsplaner und Personalkreise, etwas freizuräumen, aber auch auf die eigenen Kollegen vielleicht von den Altersentlastungsstunden etwas abzugeben an die jungen Kollegen, damit sie sich in Ruhe auf ihren neuen Beruf vorbereiten können. Und vielleicht gibt das ja auch einen Impuls der Kollegen Ü60, nenne ich da mal, ja will ich die mal nennen, die über 60 Jahre alt sind, treten sie ihre Entlastungsstunden an ihre jungen Kollegen für eine gute Arbeit, also Einarbeitung ab und entwickeln Sie einen neuen Impuls, werden Sie Ausbildungsbegleiter für die für die Berufseinführung. Das ist vielleicht nochmal ein Impuls in die Zukunft. Ja, vielen Dank und Glück auf, habe ich extra gesagt, sagen wir hier in Niedersachsen seit Nordrhein-Westfalen unser Konzept fast einheitlich abgestimmt. Viel Spaß am heutigen Tag und vielen Dank.
weiß, dass ich hier vorne stehe, weil ich derjenige bin, der im Finanzierungsrat auch ist und in der und im Bundesvorstand und daher immer als der angesehen werde, der Geld hat und Geld mitbringt. Das ist völlig falsch. Ich bin Mitglied in einem Gremium, das chronisch immer zu wenig Geld hat und dieses dann auch noch nicht verteilen kann. Trotzdem darf ich Ihnen im Namen des Bundesvorstandes und der Räte einen ganz herzlichen Glückwunsch überbringen für 10 Jahre LIP. Das Besondere hier ist, im Unterschied zu anderen Seminaren, es ist nicht die eine Figur, die eine herausragende Persönlichkeit, die sagt, wie Lehrerbildung geht, Gruppen um sich schart, Menschen um sich schart und daraus ein Seminar gründet. Das ist aus meiner persönlichen Sicht die Geste, die bislang Seminare entwickelt hat. So entstanden Seminare. Es gab immer die Figuren. Stuttgart brauche ich nicht zu nennen, in Norden gibt es auch welche. Herr Kellermann ist erwähnt worden und, und. Das sind einzelne Persönlichkeiten. Ich erinnere mich noch, dass der Ausbildungsrat immer gefragt hat, wer ist das Gesicht der LIP? Wir wollen ein Gesicht sehen. Wir wollen eine Person sehen, die dafür steht, die dafür bürgt, dass die Lehrerbildung aus einem Guss kommt, dass es sozusagen eine klare Struktur, eine Linie gibt. Das sah man erfreulicherweise, würde ich sagen, hier in der LIP, zumindest am Anfang, nicht. Entschuldigen Sie, Herr Haslem, ich hoffe, dass es auch bisher sich nicht auf Sie konzentriert hat, sondern dass genau diese Bewegung, die wir vorher draußen klatschend auch entwickelt haben, ganz unterschiedliche Rhythmen, ganz unterschiedliche Impulse, ganz unterschiedliche Charaktere kommen zusammen und bilden ein Seminar zur Lehrerausbildung. Das ist eine völlig neue Geste und der Bund der Waldorfschulen tat sich extrem schwer, diese Geste als Geste wahrzunehmen und die Kraft dahinter zu sehen. Weil eben nicht diese eine Figur da stand, von der man wusste, ja gut, wir können quasi schon mitsprechen, wenn diese Figur das Ausbildungskonzept darlegt, sondern es ist was ganz anderes. Meine Lieblingsphilosophin Hannah Arendt hat in ihrem Buch Vita Activa einen Prozess dargestellt. Sie sagt, alle Menschen sind im Grunde politische Wesen, Zoon Politikon. Wenn viele Menschen etwas entdecken, ein gemeinsames Interesse entdecken, dann entsteht da dieses Interesse, Dazwischensein. Nicht die einzelne Person, sondern das, was dazwischen ist, bildet plötzlich den Herd, das wärmende Feuer, die Kraft, um etwas zu machen. Das habe ich so bei der LIP gesehen. Und es ist klar, wenn sich Menschen zusammentun, kommt etwas Neues in die Welt, was zwar alle haben ein Ziel, alle wissen, in welche Richtung es geht, nur dieses Ziel wird meistens nicht so erreicht, wie es am Anfang dasteht, sondern es gibt Umwege, es gibt andere Dinge und es entsteht was völlig Neues aus der Gemeinschaft heraus. Hannah Arendt beschreibt dies ganz positiv als Macht, als politische Macht. Macht im Sinne von, man kann etwas erreichen, man kann etwas machen. Und dafür, finde ich, ist die Lehrerausbildung in der Praxis ein gutes Beispiel. Also erster Punkt, weg von dem alten Prinzip, dass einer weiß es und sagt, wo es lang geht, sondern die Gruppe kann zusammenarbeiten und kann etwas entwickeln. Zweiter Punkt, eine Region. Sie wissen, im Bund der Waldorfschulen wird derzeit heftig diskutiert über die Frage, was ist Gemeinschaftsaufgabe, was ist regionale Aufgabe. Hier kann man sehen, dass es eine Region gibt, die, wenn sie sich zusammenschließt, Dinge möglich macht, die man in erster Linie nicht für möglich hält. Sie haben die Finanzen gerade gehört. Es ist eine unglaubliche Menge Geld für eine Region, die jetzt nicht zu den ganz, ganz Großen zählt, schulmäßig, ist eine unglaubliche Menge Geld aufgebracht worden, um eine eigene Lehrerausbildung zu stemmen. Das ist ein ganz tolles Modell. Ich selber habe eigentlich nichts gegen Geld, muss ich ganz offen sagen. Wir wissen nur, dass, also Götz Werner hat mal einen wunderbaren Satz gesagt, Vorsicht, Waldorflehrer haben einfach prinzipiell Angst vor Geld und wer Angst vor irgendwas hat, kann schlichtweg nicht damit umgehen. Ich finde, Geld ist eine wunderbare Sache, ein soziales Gestaltungsmittel, wie das auch bei der GLS heißt, wenn man es dazu macht, wenn Geld nur zum Ausgeben da ist und zum danach gieren oder was auch immer, dann funktioniert es nicht. Wenn es aber eine Gruppe gibt, wie im Falle 1, die sich sagt, wir brauchen das, dann ist Geld eine Methode, um Dinge auf die Erde zu bringen. Man
muss ich entscheiden, gebe ich diesen Euro hierfür aus oder gebe ich ihn dafür aus? Ich kann ihn nicht für beides aufgeben. Ein großes Problem in unserer Waldorf-Landschaft sehe ich immer, dass man sagt, ja, wir könnten dies machen, wir könnten jenes machen. Lass uns doch einfach mal beides machen. Und das geht dann immer weiter auseinander, der Spagat wird immer schmerzhafter und irgendwann muss man sich entscheiden und das tut dann besonders weh. Hier gelang es, eine Gruppe zusammenzufinden, die gesagt hat, wir haben eine Richtung und dafür geben wir Geld aus. Das hat aber die Kraft gegeben, dass weiteres Geld dazu kam, auch ein bisschen vom Bund, das muss man dazu sagen. Ich möchte jetzt hier ganz persönlich sagen, ich bin kein Fan dieser Überregionalisierung, weil ich glaube, Regionalisierung hat ganz große Nachteile, aber ich bin mir sicher, dass es ganz bestimmte Dinge gibt, die in den Regionen geregelt werden müssen. Das ist kein Allheilmittel, das hilft nicht für die gesamte Lehrerbildung. Ich glaube, wir brauchen Hochschulen, wir brauchen sozusagen Zentren, in denen auf anderer Ebene Forschung passiert und Leute zusammenkommen. Das wird eine LIP so nicht leisten können. Sehr viel Forschung, wichtige Forschung im Praxisbereich. Wir brauchen aber darüber auch noch etwas anderes. Also nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Ich kämpfe hier nicht für die Regionalisierung, möchte aber sagen, diese Kraft, die aus den Regionen kommt, die ist hier besonders deutlich zu sehen. Regionalisierung ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, und da muss ich sagen, bin ich überglücklich, dass ich im Finanzierungsrat bin und dass wir immer unsere Prüftour machen. Da kommen wir und schauen die Studierenden an und schauen die Akten an und zählen genau nach, wie viele waren da und war der immer da und kann der immer noch da sein und warum ist der jetzt nicht mehr da und all diese Fragen, total wichtig. Aber dazu kommt, und da freue ich mich immer drauf, wenn wir die Portfolioprüfungen hier sehen. Hier bei der LIP sehe ich ein Muster für eine neue Prüfungsform, wirklich eine zukunftsweisende Prüfungsform, die jenseits des Objektivierungswahns, wir glauben immer, wir könnten alles irgendwie objektiv haben. Im sozialen Bereich wird es die Objektivität nicht geben und darf es gar nicht geben. Es gibt aber etwas, Objektivität auf der einen Seite, das Gegenteil davon ist Willkür. Das Gegenteil davon ist, einer sagt, den halte ich für einen guten Lehrer, den halte ich nicht für einen guten Lehrer. Meistens kommt dabei raus, den ich für einen guten Lehrer halte, der macht das Gleiche, wie ich auch mache und macht auch schlicht die gleichen Fehler, die ich auch mache. Was wir jetzt mit diesem Prüfungssystem, was Sie hier haben, eingeführt haben und was ich sehr beispielgebend halte, ist so eine Intersubjektivität. Es gibt die Intersubjektivität, das ist nachweisbar. Man kann, und ich kann das sogar als Mensch, der die Prüfungen anschaut, ohne den Studierenden zu kennen, kann ich einen Werdegang nachvollziehen in den Portfolios, wo ich sehe, da sind viele Leute, nicht bei allen, aber bei vielen sieht man, die haben sich eine Aufgabe gestellt, die für sie wichtig ist und nicht eine objektiv wichtige Aufgabe, sondern für sie in ihrer Persönlichkeit wichtig ist, haben gemerkt, da ist eine Grenze und ich habe die Grenze überschritten. Ein Lernmotiv, eine Lerngeste, die ich mir im Grunde bei jedem Lehrer, also jetzt kommt wieder das, bei jedem Lehrer und in jeder Klasse wünsche. Wo sind die Grenzen? Und mein persönliches Ziel ist, über genau diese Grenze wegzugehen. Ich muss nicht die Grenze des anderen überschreiten, ich muss an meine Grenze kommen und daran lerne ich etwas. Und das in eine Prüfung zu kriegen, die in einem bestimmten Verfahren, in einem objektivierten, intersubjektiven Verfahren das nachvollziehbar macht, halte ich für eine wunderbare Sache. Und die Ergebnisse, die wir immer zu sehen bekommen, zeigen auch, dass es funktioniert und dass es eigentlich eine sehr tiefgründige Lehrerbildung ist an der Persönlichkeit. Und das wollen wir alle. Deshalb würde ich mir wünschen, das ist jetzt der Blick in die Zukunft, ich würde mir wünschen, dass dieses Verfahren deutlicher mal im Bund, in der Seminarekonferenz oder sonst wie dargestellt wird. Das sage ich immer wieder bei jeder Prüfung, zumindest bei den letzten beiden. Nehmen Sie sich einfach, stellen Sie einen Antrag und ich werde Sie da unterstützen, dass wir sagen, wir stellen dieses Verfahren mal dar und machen einfach mal so einen Durchgang. Es ist nicht objektivierend, wie beispielsweise Master Credit Points und sowas. Es ist nicht willkürlich im Sinne von Gutsherrenart, der kann das nicht, sondern es ist für alle nachvollziehbar und zeigt das, was ein Mensch für sich in der Persönlichkeit gelernt hat. Und das halte ich für eine zentrale Fähigkeit, einen zentralen Lernfortschritt für Lehrerkollegen. Zusammenfassend, dass eine Gruppe da ist und kein Einzelner, das ist sehr zukunftsweisend. Dass eine Region die Kraft hat,
das zu stemmen und Entscheidungen zu treffen für dieses Modell und eine Prüfungsart, die, wie ich finde, sehr beispielgebend ist. Deshalb, das nehme ich persönlich wahr an den 10 Jahren LIP und das wollte ich hier mal gesagt haben und freue mich auf den weiteren Tag. Dankeschön. Eines der wesentlichen Aspekte dieser Ausbildung, dieser Art der Ausbildung, ist es ja, dass wir uns alle, die wir hier daran teilgenommen haben, selbst ausgebildet haben. Und um so etwas wie eine Selbstausbildung generieren zu können, braucht man Hilfsmittel. Und eines der Hilfsmittel, die Sie auf jedem Programm und in jedem Modul wiederfinden, ist ein Lerntagebuch. Und wir haben für Sie jetzt 3 Lerntagebücher hergestellt, in diesen 3 Farben. Und Sie sehen hier oben, von Ferne vielleicht nicht so, eingeprägt LIP, Lehrerbildung in der Praxis und Lerntagebuch. Und Sie dürfen sich jeder ein Lerntagebuch Ihrer Wahl da hinten aussuchen und dürfen das mit nach Hause nehmen und vor allem bitte zu Hause benutzen. Liebe Teilnehmer, wir haben jetzt einen Tag erlebt, der heute Morgen um 11 Uhr anfing, an dem wir dann erst ein Podiumsgespräch erleben konnten. Ich habe die Atmosphäre hier als sehr kreativ erlebt, als sehr, sehr wohlwollend, sehr zugewandt erlebt und auch sehr arbeitsam erlebt. Darüber habe ich mich sehr gefreut und habe das als sehr angenehm erlebt, hier dabei sein zu dürfen. Und wo dann in den Arbeitsgruppen, wie ich finde, doch sehr interessante Ergebnisse zutage gekommen sind, die mich zumindest innerlich sehr angesprochen haben und viele Felder öffnen, auf die wir gucken müssen in den nächsten LIP-Modulen und gucken müssen, wo finden wir Initiative Menschen, die sich dafür engagieren können und die sich dafür engagieren wollen. Die Bilanz des heutigen Tages. Wir ziehen ja auch Bilanz von 10 Jahren LIP, Lehrerbildung in der Praxis in Niedersachsen und Bremen. Und ich finde, wir haben doch allerhand geschafft. Die Krisen haben wir heute gar nicht erwähnt. Herr Schiebel hat mal so eine Andeutung gemacht, ja, durch das Jammertal, über das Jammertal, durch das wir gegangen sind. Ja, es gab Zeiten, da hatten wir keinen oder einen Lehrertrainee pro Jahr, weil die Schulen das gar nicht eingesehen haben, dass ein Lehrer noch ein Jahr in die Praxis gehen soll, bevor sie ihn in Unterricht stecken. Wir hatten dann allerdings auch Lehrer, zumindest eine Lehrerin, aber nicht nur eine, die im ersten Jahr gescheitert war und dann in die LIP kam und da wieder so viel Boden unter die Füße bekommen hat, dass sie jetzt wieder unterrichten kann, die eigentlich schon aussteigen wollte als Waldorfs, weil sie als Erstklasslehrerin gescheitert war, weil sie das eben nicht hatte. Alle solche Erfahrungen liegen auf unserem 10-jährigen Weg und es hat sich in den letzten Jahren ja erfreulich erweitert, verdichtet und so weit erweitert, das haben wir heute auch noch gar nicht erwähnt, dass wir Module verdoppeln mussten, weil mit 43 Menschen war es einfach zu groß, zu unübersichtlich geworden. Die Prozesse waren nicht mehr intensiv genug, also haben wir Module verdoppelt und haben 24 als Limit und seitdem sind die meisten Module auch voll und manche müssen auch wirklich verdoppelt werden, weil wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gar nicht unterkriegen. Und das ist ja ein sehr erfreuliches Zeichen gewesen, dass das so weitergegangen ist. Und ich wünsche mir einmal natürlich, dass dieser Ansatz der LIP, also diese Frage des selbstverantwortlichen Lernens, jeder ist für sein Lernen selbstverantwortlich. Jeder kann auch nur selbst lernen. Das wissen wir alle. Und was jemand nicht lernen will, das lernt er auch nicht. Und deswegen versuchen wir ja anzusetzen, das heißt immer so abstrakt Lernbedarf und klingt dann so komisch, aber es ist ja die Frage, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich entwickeln in meinem Weg zum Waldorflehrer? Und da setzen wir an. Und da kriegt jeder sein Curriculum. Und jeder entwickelt sozusagen in diesem Jahr sein individuelles Curriculum zum Waldorflehrer. Deswegen wird es auch schwer sein, den Behörden
das inhaltlich zu beschreiben. Wir können es nur prozessual beschreiben. Und sagen, wir gehen da einen ganz strukturierten Prozess mit 4 Phasen, mit Schwellen, Prüfungen und allem. Aber inhaltlich legen wir ihn nicht fest. Inhaltlich gestaltet jeder sein eigenes Curriculum. Und auch jeder Ausbildungsbegleiter gestaltet sein eigenes Curriculum. Und ich glaube, dass das eigentlich Neue an der Lippe ist. Dass jeder sein individuelles Curriculum zusammenstellen kann und letztlich aus meiner Sicht, wenn ich anschaue, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, mehr macht, als er in einem vorgeschriebenen Curriculum machen würde, das er abarbeiten muss. Und das zu evaluieren, haben wir jetzt die Alanus-Hochschule in Aussicht. Wir warten nur noch auf das Okay der Software AG Stiftung. Da ist es im Vorprüfungsverfahren, unser Antrag, sodass dann die Alanus-Hochschule mal die ersten 10 Jahre der LIP extern evaluieren wird, um zu zeigen, was da bei uns rausgekommen ist und wo unsere Stärken und Schwächen liegen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, insofern hoffe ich, dass es uns immer weiter gelingen wird, diesen Ansatz, das individuelle Curriculum jedes Einzelnen zu ermöglichen und ihn nicht in irgendeine Form zu pressen. Es war das Bild mal gebraucht, wir bilden ein Netz mit Knoten und dazwischen sind die Freiräume, die jeder gestalten kann. Also dieses, dass auch ungewöhnliche Wege bei uns möglich sind, dass auch, sage ich mal, sehr originelle Menschen bei uns zum Waldorflehrer ausgebildet werden können, die sich eben in kein Schema einfügen lassen. Ich erinnere nur an unseren Star Adi Arivodo, unseren Afrikaner, der in anderen Bedingungen das nie geschafft hätte, Waldorflehrer zu werden, aber hier das wirklich erfolgreich dann durchgestanden hat und auch kreativ gestalten konnte. Also ich hoffe, dass wir uns das in der Lehrerbildung, in der Praxis erhalten können, dass wir immer den individuellen Weg des Einzelnen in den Mittelpunkt stellen, als Lernerfahrung für einen Lehrer, der, hoffe ich, das dann auf seine Schüler übertragen kann und seinen Schülern auch die individuellen Wege ermöglicht, die sie brauchen. Denn aus meiner Sicht haben wir nicht schwierige Kinder, sondern wir haben schwierige Bedingungen für Kinder zu lernen. Und deswegen machen sie Schwierigkeiten, weil die Bedingungen für sie nicht passen. Und je mehr wir als Lehrer schaffen, individuelle Lernwege unserer Schüler zuzulassen, so wie wir in der Lehrerbildung individuelle Wege zulassen, desto weniger schwierige Schüler werden wir haben. Davon bin ich überzeugt. Und das, glaube ich, ist unser Grundanliegen in der Lehrerbildung, in der Praxis, einmal individuelle Wege zu ermöglichen, aber auch kooperatives Lernen. Ausbildungsbegleiter und Lehrertrainee lernen zusammen. Und ich hoffe auch, dass sich das auf die Schulen überträgt. Die Schüler können auch zusammen lernen. Aus meiner Sicht sind Schüler die besten Lehrer für die anderen Schüler. Sie brauchen natürlich den Lehrer, der ihnen den Raum dafür hält und gibt, aber auch Schüler zusammen lernen zu lassen, sowie Ausbildungsbegleiter und Lehrertrainee zusammen lernen. Und wenn das sich auch in den Schulen ein Stück weit verbreiten kann, was wir da in der Lehrerbildung anlegen, dann wäre ich sehr froh. Sie hören schon, das sind Bilanzworte nach 10 Jahren. Neben mir steht Herr Langos, den ich als Modulgestalter eingearbeitet habe und dem ich heute bei dieser 10-Jahres-Feier sozusagen den Stab überreichen möchte für die weitere Modulgestaltung. Also ich trete einen Schritt zurück. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr für die LIP da bin. Immer wenn ich gebraucht werde, kann man mich auch fragen. Aber der erste Ansprechpartner ist ab jetzt Herr Langwurst. Herr Haslen ist ja sozusagen der Erfinder der LIP sozusagen durch seine Erfahrung, durch seine
Weitsicht und durch seine Klarheit hat er ja erst die Grundsteine legen können dafür, dass wir so etwas wie die LIP hier in Niedersachsen haben etablieren können. Und dass es sich inzwischen ja rumgesprochen hat, dass es eine gute Form der Ausbildung ist, gerade unter den heutigen Umständen, wo die Bedingungen für jeden Einzelnen ja immer schwerer werden und man immer mehr auf das Individuellere eingehen muss. Und durch seine Zugewandtheit und durch seine Weitsicht, durch seine weitreichenden Erfahrungen ist das Ganze erst möglich geworden. Und dafür bin ich ihm und ich glaube, dafür sind wir ihm alle sehr dankbar. Ich bitte auch die Mitglieder des Vorstandes, den Dank unserer LIP-Runde an alle Schulen zu geben, die diese LIP unterstützen. Denn ohne die Hilfe aller Schulen wäre das gar nicht möglich. Ja, dann können wir pünktlich schließen.